Hallo, hallo. Möchte ich mal was zur Klimaanlage erzählen? Nö. Dann halt nicht. Wie sieht's hier aus? Jemand mit einem Ausrufezeichen vielleicht? Nein? Na gut. Und hier? Bitte nicht alle auf einmal. Ja. Okay. Dankeschön. Du willst wissen, warum die Klimaanlage kaputt ist? Ich habe keine Ahnung. Es ist seltsam. Wir haben keine Zentralanlage mehr. Wie kann dann die Klimaanlage für alle aus sein? Was? Du weißt nicht über die Zentralanlage Bescheid? Als dieses Gebäude eröffnet wurde, gab es eine große unterirdische Anlage, die die Klimaanlage für das ganze Gebäude regulierte. Es fühlte sich wirklich an, als ob die alte Zentralanlage aus ist. Es funktionierte so, dass jeder Laden die kalte Luft mit Ventilatoren in die Läden beförderte. Warum gab es überhaupt eine unterirdische Zentralanlage? Nun ja, damit sollte etwas gekühlt werden. Was meinst du, was es war? Es war der älteste Röhrencomputer in Japan. Kannst du das glauben? Der Raum, in dem der Computer untergebracht war, befand sich hier in Nakano. Leider weiß ich nicht, was damit geschehen ist. Von ihm ist bestimmt nichts mehr übrig. Und selbst wenn noch etwas übrig wäre, gibt es dazu keine Aufzeichnungen. Niemand kann sich erinnern, wo er sich befand. Vielleicht ist der Raum auch eine Großstadtlegende. Urban Myth. Eins kann ich dir sagen: Es ist wirklich kalt. Obwohl es sich heute gut auf den Verkauf von Kaffee ausgewirkt hat. Ich habe herausgefunden, wo das Signal herkommt. Komm zurück ins Büro, wenn du Zeit hast. Das ging schnell. Gute Arbeit mit deinen Ermittlungen. Was hast du zu berichten? Großer Röhrencomputer, Kühlsystem. Schlag mich tot. Ich höre zum ersten Mal von diesem Computerraum. Aber durch diesen Hinweis ergeben jetzt andere Dinge mehr Sinn. Wie schon erwähnt, habe ich herausgefunden, wer das Mädchen in den Übertragungen ist. Ihr Name ist Fuyume Yuki. Sie war vor ein paar Jahrzehnten ein Idol, das plötzlich berühmt wurde. Was wir gesehen haben, der Avatar auf dem Bildschirm, ist sie zu ihren berühmtesten Zeiten. Jemand benutzt also ein Terminal in Nakano Broadway und hat sich ihr Aussehen zur Übertragung angeeignet. Und das Signal kommt wohl aus der dritten Etage. Der Karte zufolge kommt es direkt aus einer Wand im K-Café. Hä? Das Ganze klingt wie eine Horrorgeschichte, oder? Ein längst vergessenes Idol, dessen Nachricht aus einer Wand kommt. Aber dank deines Berichts fügt sich jetzt alles zusammen. Wir haben Geschichtliches über Nakano Broadway herausgefunden, über das nicht mal der Besitzer des K-Cafés Bescheid weiß. Aber genug geredet. Gehen wir zum K-Café zurück. Ich komme dieses Mal mit. Ich erhielt eine Nachricht von einem Mädchen, und als ich antwortete, wurde es plötzlich kalt. Die Schneefrau, sie muss uns verflucht haben. Ich kann es nicht glauben, aber es ist wirklich kalt hier. Ich habe ein ungutes Gefühl, vielleicht gehe ich lieber nach Hause. Die Schneefrau. Die Vorgehensweise passt schon zu der alten Geschichte. Selbst ihr Name. Fuyume Yuki bedeutet Schneefrau im Winter. Die Schneefrau taucht in vielen Geschichten aus kalten Regionen auf. Aber sie tritt zum ersten Mal als Idol aus den 80ern auf. Wobei, wenn man so drüber nachdenkt, passt es zu Nakano Broadway. Aber wenn wir nicht schnell etwas unternehmen, ruinierte sie den Ruf des Gebäudes. Beeilen wir uns also. Schnell. Da wären wir. Die Übertragung sollte von hier stammen, von der anderen Seite. Aber es gibt keine Tür oder andere Hinweise, dass sich jemand an der Wand zu schaffen gemacht hat. Was geht hier vor sich?
Hallo. Noch eine Übertragung. Was wohl bestätigt, dass wir am richtigen Ort sind. Das gefällt mir nicht. Es ist fast, als ob sie gemerkt hat, dass wir uns hier einmischen. Und jetzt ist es noch kälter. Dank deines einzigartigen Körpers haben wir ihre Tricks wahrscheinlich weniger Wirkung auf dich. Na, hast du etwas gefunden? Verstehe, in der Wand befindet sich ein Zugangspunkt zum Cyberspace? Mach dir keine Sorgen um mich. Mach ruhig weiter und geh hier rein. Tschüssi. Oh, ich habe ein großes Kaninchen mit Kanonenarm. So. Alles klar. Alter. Overkill-Match. Level up. Dann schauen wir doch erstmal, was hier so los ist. Okay, wir gehen erst durch die Firewall. Weil da ist eine Truhe. Und ich vermute, dass wenn wir erst das andere machen, dann verpassen wir die. TP-Kapseln. Das ist okay. Dann schauen wir jetzt, was hier ist. Quizzeit. Welches Digimon setzt Tau-Techniken und Amethyst-Mandala ein? Das ist ganz klar Taumon. Aus der dritten Staffel der Serie. Digimon Tamers. Schlupp, schlupp, schlupp. Mach mal so. Aber schön, dass es die hier gibt. Zusatz. Den haben wir noch nicht. Aber den finden wir auch oft genug. Müssen wir jetzt nicht hier unbedingt extra farmen. Ich habe ja mal am Anfang einmal erklärt, wie ich das beim Durchspielen alleine gemacht habe. Also das wäre jetzt so ein Moment, wenn wir jetzt in so einem Raum hier sind. Wir sind ja nur begrenzte Zeit hier, solange bis wir das eine Quest fertig haben und dann kommen wir hier nie wieder hin. Und das ist so ein Gebiet, da würde ich dann halt die ganze Zeit alleine hin und her laufen, bis ich jedes Digimon, das hier vorkommen kann und das mir begegnet, bis ich die alle auf 200% gesammelt habe. Das mache ich jetzt fürs Let's Play nicht extra. Ich glaube, das wird euch dann auch sehr schnell langweilig, weil dann haben wir bei 2 Folgen die Woche bestimmt ganz schnell mehrere Wochenenden, wo wir nichts anderes machen als zu sammeln. Und das ist ja Quatsch, da habt ihr ja nichts von. Du bist gekommen. Danke. Bitte hilf mir. Kälter, es ist nicht kalt genug. Alle müssen erfrieren. Kälter!
Unter null Eisstoß. Alter. Ich bin das Frigimon. Alle müssen einfrieren. Dumm, dumm, Kinnhaken. Kleines Horn. Nicht effektiv. Napalmwolke. Nicht effektiv. Weil Wasser und... Okay. Jetzt sehen wir mal, was passiert, wenn der Digimon besiegt wird. Earl ist K.O. Also tauschen wir Earl mal mit Joey. In der Hoffnung, dass das was bringt. Oder Joe. Jerry, was machen wir mit dir? Kleines Horn. Eisbogen schießen. Okay. Dumm, dumm, Kinnhaken. Dann zeig doch mal, was du kannst, Joe. Gewitterwolke. Sehr gut. Earl hat jetzt keine Erfahrung bekommen, weil Earl gerade K.O. ist. Aber das ist nicht dauerhaft. Boah, es war so kalt. Danke, dass du dich um ihn gekümmert hast. Was für ein fieser Defekt. Du bist meine Rettung. Du bist gekommen, weil du meine Stimme gehört hast, oder? Nö. Nein? Du bist ein Cyberdetektiv, der in einem Fall arbeitet? Das verstehe ich nicht. Aber egal, Ende gut, alles gut. Wegen Frigimons Ausraster gab es so viele Probleme. Was? Wer ich bin? Nun ja, um ehrlich zu sein, weiß ich das auch nicht. Ich habe nämlich die ganze Zeit über in dieser Wand geschlafen. Hey, ich spüre endlich keine kalte Luft mehr. Gute Arbeit. Du hast so viel getan und bist sicher müde. Es wäre wirklich traurig gewesen, wenn wir ausgerechnet in Tokio erfroren wären. Du hast ein Katzen-Digimon mit Gedächtnisverlust gefunden? Also du hast ein Rätsel gelöst und dabei ein weiteres gefunden. Komm wieder her, dann kümmern wir uns drum. Ein Digimon mit Gedächtnisverlust, was? Jedes Mal, wenn ich denke, dass mich nichts mehr überrascht, wird mir das Gegenteil bewiesen. Für diese Übertragung mit Fuyumi Yuki warst dann du wohl verantwortlich. Ja, nachdem Frigimon durchgedreht war, konnte ich mich nicht mehr bewegen und musste irgendwie um Hilfe rufen. Deshalb die Nachrichten. Ich bin ja aus einem Röhrencomputer in einer Wand gekommen. Das bedeutet, dass der Röhrencomputer die ganze Zeit über wirklich hinter der Wand war? Ich hatte wirklich lange in dem Computer geschlafen. Ich bin erst vor kurzem aufgewacht. Und als ich aufwachte, wusste ich nicht, wer ich war oder warum ich in der Wand war. Also beschloss ich, so viel wie möglich herauszufinden. So stolperte ich über ein Intranet, das den Röhrencomputer mit dem Rest des Gebäudes verband. Intranet? Du meinst wohl Netzwerkverbindungen, die nur in Nakano Broadway funktionieren? Ja, also habe ich etwas daran rumgespielt und dann ist Frigimon plötzlich aufgetaucht. Ursprünglich war es ein Digimon, das aufgrund eines Defekts im Klimaanlagensystem erschaffen wurde. Aber es gelang ihm, das Intranet zu nutzen, um sich in den Röhrencomputer zu schleichen, in dem ich wohnte. Jetzt verstehe ich. Es ergibt alles Sinn. Darum konnte niemand im System einen Fehler finden, als es überprüft wurde. Frigimon ist total durchgedreht und hörte nicht auf mich. Schließlich konnte ich mich wegen der ständigen Kälte nicht bewegen. Es war furchtbar. Wie schrecklich, ich hatte ja keine Ahnung. Es ist kaum zu glauben, dass so ein alter Computer überhaupt noch funktionstüchtig war. Aber er ist wahrscheinlich ein Überbleibsel des zentralisierten Klimaanlagensystems, das der Besitzer des K-Cafés schon mal erwähnt hatte. Bei der Installation wurde wohl gepfuscht. Sonst hätte Frigimon nicht solchen Schaden anrichten können. Und das ist der Grund, wie das alles passieren konnte. Selbst unsere Untersuchung läuft jetzt sicher auch über das Intranet. Unterhaltung. Gibt es eigentlich einen Grund, warum du dich bei diesen Übertragungen als ein Idol ausgegeben hast?
Warum? Sie war einfach süß, würde ich sagen. Ist ganz einfach. Ich dachte, jemand Süßes wie Sie bringt vielleicht jemanden dazu, herzukommen und mir zu helfen. Ich habe Fuyumi Yuki ausgewählt, weil, nun ja, zu ihren besten Zeiten war sie fantastisch. Sie konnte singen, tanzen und ihr Aussehen. Fuyumi hatte alles, was man als Idol braucht. Aber hallo. Zu der Zeit, als ihre Karriere richtig losging, fand auch eine Weltausstellung statt. Es gab eine Riesenschlange für das Mondgestein. Was? Warum weiß ich das noch? Ich weiß nicht mal meinen eigenen Namen. Ich glaube, ich weiß, was hier vor sich geht. Anscheinend haben wir eine Zeitkapsel gefunden, die Jahrzehnte alt ist. Zeitkapsel? Was ist das? Deine Erinnerungen sind nicht nur grobe Informationsbrocken. Sie sind mehr als das. Sie besitzen eine gewisse Menschlichkeit. Ich wette, du bist die alte Erinnerung von jemandem beiseite gelegt wie der Röhrencomputer, in dem du gewohnt hast. Eine Zeitkapsel. Das bin ich? Egal, ob du eine Erinnerung bist oder nicht, du hast trotzdem mein Mitgefühl. Wie dem auch sei, dieser Fall ist jetzt abgeschlossen. Was mit dem Katzen-Digimon ist, ermitteln wir später. Nakano ist wirklich unvergleichlich. Schade, die Antwort ist Sakuyamon. Erinnert ihr euch, wie sicher ich war? Neuer Detektivrang, Cyberdetektiv-Anfänger. Du hast wirklich den Dreh raus, dass wir immer etwas zu tun haben. Danke, dass du hier keine Langeweile aufkommen lässt. Bitte. So. Wir können. Ja, er lebt wieder mit einem TP nach dem Kampf. Wir könnten mal kurz noch hier reingehen und einmal uns hier umschauen. Digitales Netzwerk. Ja, komm, was soll's. Ist egal welches. Ich will nur gern Earl auch eben auf Level 15 bringen, dass wir die gleichzeitig digitieren können, die beiden. Also gehen wir hier in diese virtuelle Umgebung zum Trainieren. Mal gucken, wie lange das mit denen dauert. Uff, 48, dann sind das 11 Kämpfe, die wir mit ihm machen müssen. Das machen wir schnell, komm. Oh nein, ich habe eine Nachricht verpasst. Wer stört? Auf der Farm hat Tommy das Höchstlevel erreicht. Alles klar, machen wir auch gleich. So, ich würde jetzt noch mal ein bisschen warten. Und nicht jedes Digimon, was auf 200% ist, sofort benennen. Umwandeln können wir es ja schon, damit wir wieder sammeln können. Aber unendlich Namen habe ich hier nämlich noch nicht von euch. Ich habe, glaube ich, jetzt noch zwei. Und es kommen ja noch ein paar andere Digimon-Typen mit der Zeit. Die nächsten beiden benennen wir noch und dann brauche ich erst wieder neue Namen von euch. Vielleicht habt ihr letzte Woche schon welche gepostet. Ist das hier immer noch dieselbe Aufnahme wie für letztes Wochenende?
Das heißt, wenn ihr schon welche gepostet habt, dann habe ich die natürlich schon inzwischen gesammelt. Aber immer gerne her, wenn ihr einen Namen hier sehen wollt. Von, keine Ahnung, euren Namen oder auch einen anderen Usernamen, wenn ihr andere Leute hier auf YouTube gerne mal als Namen sehen wollt, dann sagt einfach Bescheid. Vorausgesetzt natürlich, die fühlen sich dadurch nicht irgendwie bloßgestellt oder so. Oh nein, Blasen. Freunde, was ist da los? Oh, also nur gegen einen Gegner. Na komm, Sichelblatt. Und kleines Horn. Noch 128 Punkte für Earl. Wenn man immer über die Stellen drüber fliegt, hin und her, dann geht es am schnellsten, weil das jedes Mal als ein Schritt zählt. Und ansonsten haben wir hier immer diese langen Verbindungswege zwischen den Punkten. Ihr könnt jetzt gleich mal oben auf die Karte achten. Also ihr seht oben diese großen Punkte. Da ist quasi immer ein Feld, wo was passieren kann. Wenn ich auf ein Feld draufkomme, kann ein Kampf passieren oder eben nicht. So wie jetzt. Auf dem Weg dazwischen passiert immer nichts. Und um sich den langen Weg zu sparen, kann man einfach schnell hin und her fliegen. Immer wieder über dasselbe Feld. Um möglichst viele Kämpfe zu toggeln. Wenn ich jetzt immer nur geradeaus durchfliegen würde bis zum Ende, dann dauert das ewig. Hier, ne? Also jetzt passiert nichts, jetzt kann was passieren, jetzt passiert wieder nichts, jetzt kann was passieren. Und das ist halt Quatsch. Und wenn man hier immer drüber surft über denselben Punkt, dann geht es relativ schnell mit dem Kämpfen. Man kann auch noch die Kampfanimation ausmachen. Wenn wir später mal an einem Punkt sind, wo wir wirklich grinden müssen über mehrere Level, dann würde ich das tatsächlich machen. Einfach die Animation aus, damit die Kämpfe ganz schnell vorbeigehen. Aber das war doch jetzt noch erträglich. Alles Level 15. Alle sind glücklich. Raus hier. Doch, doch, raus hier bitte. Mein Freund sagt, die Farm ist sicher, aber draußen ist es gefährlich. Gruselig. Uns erwarten gefährliche Kämpfe. Du musst trainieren, obwohl ich dich wahrscheinlich nie mitnehmen werde. Digitation. Earl. Also, Earl hat ein paar Möglichkeiten, was er werden kann. Dafür müsste er Level 16 sein, das kann er aber noch nicht erreichen. Das heißt, wir fangen erstmal mit einem Klassiker an, würde ich sagen. Earl digitiert zu. Tyrannomon. Erstes Digimon, das hier gezeichnet wurde und designt wurde. Bestes Digimon überhaupt. Voll geil. Und Jerry könnte ein böses Frigimon werden, was wir eben bekämpft haben. Oder Jerry digitiert zu Garurumon Black. Ja, Mann. Wunderschön. Der Gruppensprecher wurde überschritten. Nee, 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 nee. Da muss Holly halt erstmal raus. Aber Jerry und Earl mag ich gerne. Eigentlich mag ich alle gerne. Wie sieht es denn hier aus? Joe hat noch eine Menge Level vor sich. Der auch. Da ist noch Platz nach oben. Peggy kann noch nicht digitieren. Nikki auch noch nicht. Tommy ist Höchstlevel. Tommy kann auch nur ein Elecmon werden. Weil die Kameradschaft nicht hoch genug ist für was anderes.
Das heißt, wir müssen gleich mal gucken, ob wir Tommy füttern können. Und Glenn ist auch fast fertig. Dann darf Glenn erstmal das werden. Ich gucke jetzt vielleicht noch nicht jeden einzelnen Namen nach sofort. Ich glaube, das ist ein Doromon. Hängt mich nicht auf, wenn es falsch ist. Wir müssen mal kurz Tommy füttern gehen. Tommy, 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 wo bist du? Du. Iss mal. Das ist mehr. Nein. Ah. Was haben wir denn noch? Mehr habe ich nicht. Hm. Ich guck mal gerade, ob ich was kaufen kann. Ja, komm, das ist eine Pleite. Aber für Tommy machen wir das. Das ist jetzt kein normales Fleisch, sondern tolles Fleisch. Wehe, du lässt es. Du bist nicht Tommy. Du bist Tommy. Wehe, du lässt es fallen. Perfekt. So, damit wir nicht aus Versehen was Falsches geben. Farmerweiterung haben wir bekommen, eine Inselerweiterung. Also benutzen wir ein Farmerweiterungs-Plugin und die Insel ist größer. Wir könnten jetzt hier nicht ein Farmprodukt hinstellen, sondern zwei. Wir haben aber noch keine und auch kein Geld, um welche zu kaufen. Wir lassen nochmal Fälle suchen. Das kann nicht schaden. Und jetzt können wir Tommy digitieren. Das hatten wir noch nicht. Also wird Tommy ein... Wormmon. Finde ich gut. Der Rest haben wir gerade geguckt, ne? Ist überall noch Luft nach oben. Ja. So, wie sieht es platzmäßig aus bei uns im Team? Joe oder Holly? Holly hatten wir zuerst, ne? Wegen Buddy Holly. Dann tauschen wir nochmal. Earl ist ja jetzt auch wieder Typusdatei. Ja, dann geht das schon. Nach und nach bringen wir die alle hoch. Dann lass uns doch mal hier noch einmal tauschen. Holly macht noch mal Pause. Kameradschaft 78%, 24, 36, 26. Wir bringen erstmal die drei hier möglichst auf Kameradschaft 100. Dann schauen wir weiter. Haben wir noch irgendwelche Items zum Verteilen? Verhindert Verwirrung finde ich nicht schlecht. Mehr Angriff, mehr TP. Mehr TP könntest du brauchen. Du hast nämlich nicht so viel. Und dann bekommst du Angriff und Geschwindigkeit. Ja. Das ist nicht verkehrt. Mehr Items haben wir auch nicht, um irgendwas zu erweitern. Ne? Nö. Okay. Dann sind wir da schon mal safe. Dann suchen wir uns auch aus, welchen Fall wir als nächstes machen wollen. Es gibt einen neuen. Brandheißes Broadway. Ähm,
Ein Spiel, ein Fehler, ein Job in Gefahr. Klient-Spieleentwickler in Shinjuku. Mein Handyspiel wurde veröffentlicht, aber es hat einen riesen Fehler. Ah, bitte hilf mir. Okay. Wir könnten auch immer erst gucken, was man hier als Belohnung bekommt. Das sollte man vielleicht bald machen. Ja, tut mir leid. Ich hätte es überprüfen sollen, ja. Was? Das ist verstanden. Tschüss. Du bist spät dran. Wie lange soll ich denn noch warten? Das war gerade der Chef. Aber egal. Ich nehme an, dass du mit dem Fall vertraut bist. Ich bin der leitende Produzent und heute ist der Launch unserer Spiele-App. Wenn man das Spiel durchspielt und zum Boss kommt, erscheint immer eine Fehlermeldung und der Bildschirm friert ein. Oh, dafür werde ich gefeuert. Das ist alles aus. Du bist also der Cyberdetektiv? Bitte hilf mir. Die App muss so schnell wie möglich repariert werden. Oh, wie schrecklich. Was soll ich nur tun? Was soll ich machen? Verbindungssprung in das Mitarbeiterhandy. Machen wir. Und hier, Freunde, würde ich sagen, speichern wir einmal. Und dann sehen wir uns an dieser Stelle beim nächsten Mal wieder. Und dann untersuchen wir, was mit dieser App denn falsch ist. Ich freue mich drauf. Ich hoffe, ihr auch. Lasst eure Namensvorschläge in den Kommentaren. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao.